erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Extrasendung unter der großen Überschrift Man lernt nie aus. Und zwar hat sich heute was völlig für mich Faszinierendes ergeben, bei dir auch. Ja. Also wirklich, und zwar das Phänomen, dass sich das Geschlecht von ein und derselben Varietät, wir wissen aber, dass bei verschiedenen Varietäten die Geschlechtsreife zu unterschiedlichen Zeitpunkten einsetzt, aber wir wissen jetzt, dass bei einer Varietät das durchaus innerhalb von einer Woche passieren kann. Und vielleicht im Augenblick, es läuft die 223. Auktion, die läuft noch bis morgen Abend. Und wir haben ja mit dem Titel geblockt, ziemlich sicher Weibchen. Und da wollten wir wirklich zum Ausdruck bringen, dass wir das, was wir nach dem Phänotyp her beurteilen konnten, waren es tatsächlich Weibchen. Wir wussten es aber nicht hundertprozentig, weil wir bei den Männchen das sicherste aller Geschlechtsmerkmale, und zwar, dass beim Drücken gegen die Kloake, beim sanften Drücken gegen die Kloake, dann Milch kommt, was ja die Samenflüssigkeit ist. Und das konnten wir letzte Woche bei keinem einzigen der fotografierten Fische feststellen. Da wir in der nächsten Woche in der 224er Auktion wieder 15 von diesen ziemlich sicheren Weibchen versteigern wollten und wir die heute fotografiert haben, hat Melanie natürlich pflichtbewusst, wie sie ist, auch einen Fisch nach dem anderen abgestreift. Und beim zweiten Fisch, ich gucke den an und sage, das könnte ein Männchen sein. Und dann sagt sie, wie willst du das sehen? Dann sage ich, da hat man einfach als erfahrener Koi-Spezialist. Ja, ich habe es bei jedem immer vorher gesagt. Ja, stimmt, ja. Als erfahrener Koi-Spezialist hat man da irgendwann, was der Phänotyp angeht. Da geht es aber nicht um Flossenformen, so vergessen Sie das alles. Sie gucken den Fisch an und er hebt sich einfach irgendwie von der Körperstruktur ab. Und ich habe gesagt, das ist ein Männchen und sie reibt und boah, Riesenmenge Milch rausgekommen. Beim nächsten gleich wieder, dann bin ich schon erschrocken und denke, wow. Weil es war auch wieder so eine Selektion, die ich im Vorfeld als ziemlich sicher weiblich identifiziert hatte. Von den 15 Fischen waren es nachher 3 Stück, die männlich waren, und 12 waren weiblich. Was ich sagen muss, ist trotzdem eine ordentliche, mehr als ordentliche Quote, also ist zufriedenstellend. Und ist auch das, was wir im Prinzip darüber versprechen. Und dann habe ich, als wir das gemacht haben, sage ich irgendwann zu Melanie, du, jetzt lass uns aber hergehen und lass uns die Fische von der 223er Auktion nochmal alle rausfangen. Weil bei denen war ich mir auch sicher. Und ich glaube, wenn die einen jetzt innerhalb von einer Woche plötzlich geschlechtsreif geworden sind und die Milch zeigen, dann sind es die anderen auch geworden. Und prompt, wir haben alle rausgefangen. Dann hat sich bei einem gezeigt, wo letzte Woche tatsächlich noch keine Milch kam, dass der männlich war. Und dann ist eigentlich damit auch die These gestützt, dass die Fische wirklich innerhalb von einem ganz kurzen, engen Zeitraum ihre Geschlechtsreife bekommen. Was hängt das zusammen? Du hast vorher was geblubbert von Zirbelzwirbeldrüse. Ja, das hat damit zu tun, dass die Tiere natürlich, auch wenn sie bei uns hier in der Innenhälterung überwintert haben und sommerliche Temperaturen vorfinden, dass sie trotzdem eine innere Uhr in sich tragen. Ne, und dann Rolex? Auch, ja, so ähnlich. Und dann die Geschlechtsreife sich natürlich auch nicht unbedingt an den tatsächlichen Umweltbedingungen orientiert, sondern das ist einfach die innere Uhr, die alle Tiere in sich tragen und die sich dann auch an der Umwelt orientiert, über Generationen so vermittelt wurde und die Tiere dann auch zu dem Zeitpunkt geschlechtsreif werden, wenn es sinnvoll ist, in der Natur zu zeugen und Nachkommen zu bilden. Okay. Also ich finde es absolut faszinierend. Die kriegen natürlich hier auch trotz der künstlichen Beleuchtung, die wir haben morgens. Die Sonne geht immer früher auf. Das sind, glaube ich, am Tag 2 Minuten früher geht sie auf und 2 Minuten später unter pro Tag. Ja. Und das kriegen die, also unsere Beleuchtung schaltet später ein, als das tatsächlich Licht schon über die Fenster einfällt. Also das kriegen die auch mit. Und also ich finde das absolut faszinierend. Und wir haben jetzt hier noch die letzten Tadigoi, die wir noch haben. Das sind nochmal 44 Stück, die dann auch mit der Zeit verkauft werden. Die zeige ich Ihnen auch gleich. Die werden wir jetzt natürlich auch gleich sexen, weil wir sagen, wir wollen ja überwiegend die Weibchen großziehen und nicht die Männchen. Und wenn wir jetzt wissen, dass die Geschlechtsreife eingesetzt hat, dann wollen wir das natürlich auch nutzen. Ich sage, der ist männlich, den können wir nachher mal anschauen. Der ist männlich. Und der ist wahrscheinlich männlich. Der auch? Könnte es sein, ja. Also da schauen wir. Übrigens bin ich mir jetzt, geben wir Garantie aufs Geschlecht. Wir haben es auch in der aktuellen 223er Auktion nochmal abgeändert. Und da dürfen Sie sich drauf verlassen, dass Sie jetzt Weibchen bzw. das eine Männchen ist. Und der, wo gerade das Gebot auf dem Männchen hat, soll einfach kurz Bescheid geben, ob er sein Gebot halten möchte oder ob er es widerrufen möchte. Das ist natürlich Ehrensache. So, jetzt zeige ich Ihnen mal die Koios hier. Machst du ein bisschen den Schaum runter? Wir haben ziemlich stark belüftet gerade. Ja. Das sind auch 30, 35er.
kommen dann in der nächsten Auktion irgendwann, also nicht gleich wieder im Anschluss nächste Woche, da kommt was Besonderes oder die Woche drauf. Und die werden wir jetzt anschauen. Und jetzt guck mal. Ja. Jetzt blamiere ich mich sicher, aber wir senden das trotzdem. Ich sage jetzt, was ein Männchen ist. Ja. Den, ready? Den hier, ha? Nee. Nee? Ich sage... Ich bin jetzt nervös. Live vor Publikum. Der hier. Der das hier? Mann. Okay. Dann hole ich so den gleich rüber. Dann sehen Sie mal, wie das funktioniert. Da hat es so einen kleinen roten Punkt, gell? Ich habe was? Der da, ja. Glaube ich. Ich glaube auch. Ja, der hier. Ja. Also alles, was Ihnen gelernt wurde über Flossenformen und so ein Quatsch, vergessen Sie das. Bei Jumbo Tosai, Sie haben wirklich mit dem Pünktchen an der Brustflosse haben Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, aber Sicherheit haben Sie erst, wenn Sie Milch sehen, dann ist das Thema wirklich safe. Okay? Ja, ich glaube, wir brauchen noch einen Moment. Eine Beruhigung drin. Dass ich jetzt. Check mal. Ja. Das ist Kot. Nein. Okay, zurück. Zweiter Versuch, Martin. Wir werden einen finden. Ja, das war die erste Selektion. Das kann auch sein, dass gar keiner dabei ist. Das ist sehr gut. Oder darf ich jetzt mal? Ja, such du mal ein. Achtung, ich nehme den hier. Das war der von gerade. Nee. War Spaß. Der von gerade ist dran vorbeigeschwommen, das war der. Das wäre es jetzt, wenn ich jetzt richtig liegen würde. Wuhu! So. Bin gespannt. Aha. Nee. Der braucht ja nur einen Moment. Das heißt ein Weibchen. Ich bin noch nicht. Okay. Auch ein Weibchen. Und ich nochmal. Aber wie gesagt, hier besteht durchaus die Möglichkeit, dass es alles Weibchen sind. Wir wollen es jetzt nur nochmal sicherheitshalber. Machen wir den direkt unter der Kamera, der Weiße. Den hier? Genau, das war der, wo ich auch vorher gesagt hatte. Auch Weibchen. Ja. Also, wir werden jetzt in Ruhe alle durchschauen. Der Vorführeffekt hat wie immer nicht geklappt, aber Sie sehen, auch in Zukunft werden noch sehr schöne und vor allem sehr große, interessante Kojo ins Auktionshaus und in unsere Outlets kommen. Und wie gesagt, in den Auktionen in der derzeitigen und der nächsten dürfen Sie sich auf unser Statement verlassen, wenn wir sagen Weibchen ist Weibchen, wenn wir sagen Männchen, dann ist es ganz sicher ein Männchen. Bis zum nächsten Blog. Vielen Dank. Tschüss.